Ich habe das Thema Einwirkung von Hitze. Das sind zum Beispiel Verbrennungen. Verbrennungen sind Gewebeschäden, die durch eine lokale Hitzeeinwirkung entstehen, zum Beispiel durch Feuer, Strahlung, Elektrizität. Ja. Dämpfe und Gase fallen auch drunter, so Wasserstoff kann. Wasserstoffdämpfe gehen halt auch schön. Es gibt drei Schweregrade, den ersten, zweiten und dritten. Der zweite wird nochmal unterteilt. Der erste Grad ist eine leichte Rötung der Haut mit einer Schwellung. Das verheilt narbenlos mehrheitlich. Ja, es ist ein brennender und ziehender Schmerz. Zweiter Grad ist halt Typ A. Das ist nur die obere Hautschicht betroffen. Das ist eine Hautrötung und eine Blasenbildung, die halt die Wundgrund ist recht feucht und nass. Ja, Sensibilität von der Haut bleibt erhalten und ja, ist eine narbenlose Spontanheilung. Typ B sind erste und zweite Hautschicht. Die Blasenbildung ist auf trockenem Wundgrund und ja, es ist ein Nebeneinander von blassen und geröteten Hautpartien. Ja, die Sensibilität von der Haut geht verloren und ja, die Deckheilung ist halt mit Narben übersehen. Das heißt, bei dem zweiten Grad Typ B sind Narben zu erwarten. Ja, dritten Grades ist dann wieder weniger schön. Da ist die Haut vollkommen zerstört, also alle drei Hautschichten, ist es teilweise nicht mehr wirklich zu retten und es ist grau, weiß verfärbter. Ja, und die Haut ist komplett zerstört, das heißt, ist alles tot und der Patient ist recht schmerzfrei an der Stelle. Ja, Maßnahmen sind die 9er Regel. Das heißt, eine Handfläche ist 1% auf der gesamten Körperfläche von der Verbrennung her. Ja, wenn ein Patient zum Beispiel brennt, deckt man ihn ab mit der Decke vom Hals runter und legt ihn auf den Boden. Wenn man ihn da aufdeckt, ist es von den Füßen her hochwichtig, aber sehr langsam, weil es ein Kamineffekt entstehen kann zum Beispiel. Das heißt, er brennt wieder. Ja. Und sollten keine Stoffe in die Wunde gelangen und alles, was in der Wunde drin ist, sollte drin bleiben, weil man sonst noch höhere Schäden verursachen kann. Ja, das war's bei meinem Thema.